Ja, heute gibt es meinen Lesemonat Februar. Ein bisschen sehr verspätet mal wieder, aber naja, so ist es nun mal. Eigentlich ist dieser Lesemonat auch nicht wirklich erwähnenswert, denn ich habe ganze zwei Bücher gelesen. Es war so grausig. Ich habe ungefähr nach anderthalb Wochen im Februar eine so fette Leseflaute bekommen. Ich habe bis in den März rein nicht gelesen. Wir haben heute den 15. März, glaube ich schon. Und ich habe vor 3 Tagen oder so erst angefangen wieder zu lesen. Ich habe 4 Wochen Leseflaute gehabt und es war echt grausig. Und ja, ich zeige euch aber jetzt einmal die zwei Bücher und in diesem Video gibt es dann noch ein bisschen mehr. Das werdet ihr auch oben oder unten gelesen haben. Das ist nicht nur mein Lesemonat, sondern auch mein Serienmonat. Weil Leseflaute, was tue ich? Ich gucke Serien. Und das waren mehr als genug. Es waren ganze. Oh Gott, wie viele Staffeln haben wir denn geguckt? Eins, zwei, drei, vier, fünf Staffeln haben wir geguckt. Von 3 verschiedenen Serien. Also insgesamt 5 Staffeln, aber 3 verschiedene Serien. So, ich zeige euch jetzt aber erstmal die Bücher. Und zwar ein Buch, wo ich euch auch jetzt nicht so viel erzählen werde, weil ich dazu noch eine Rezi abdrehe gleich und die dann auch hochladen werde. Das heißt, das könnt ihr euch dann angucken, wenn es euch interessiert. Von Lauren Jonell, Der Tag, an dem ich lernte zu leben. Ich habe es endlich beendet. Es ist ja ein Rezi-Exemplar, deswegen kommt auch schnellstmöglich die Rezension, weil dieses Buch einfach auch schon viel zu lange bei mir rumliegt. Und ich bin froh, dass ich es jetzt beendet habe. Mir hat es nicht so mega gut gefallen. Vielleicht ist es aber auch einfach nicht mein Genre. Beziehungsweise es ist eher so ein Non-Genre. Aber es war halt nicht so meins. Obwohl es, wie ich vermutet hatte, sehr philosophisch angehaucht ist. Die Geschichte, die war einfach irgendwie ein bisschen zu langweilig für mich. Also da passierte halt irgendwie nicht wirklich was. Was ich richtig gut an diesem Buch fand, war die Tante. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Er fährt ja zu seiner Tante ans Meer, weil er den Sinn in seinem Leben einfach nicht mehr sieht. So, und sie hat echt Ansichten und die erzählt einem da Dinge, das ist unglaublich. Ich habe so viele Sachen googeln müssen oder wollte ich googeln, weil ich mehr davon wissen wollte. Also das, was die Tante da alles wirklich den ganzen lieben Tag so erzählt, es stimmt wie auf einmal. Und ich habe, wie gesagt, viele Sachen googeln müssen oder wollte halt googeln, weil ich einfach viele Sachen halt noch wissen wollte. Sie hat dann über Dinge erzählt, die halt irgendwie in der Geschichte oder in den Genen verankert sind oder weiß ich nicht was. Und das wollte ich halt alles so ein bisschen googeln und nachforschen und ein bisschen mehr was davon erfahren. Und das war wirklich gut an diesem Buch, aber sonst war die Geschichte an sich ziemlich langweilig. Es gab so ein, zwei Aspekte, wo ich halt wirklich doch immer noch so ein bisschen, ja, ganz nette Geschichte. Wie gesagt, kann man lesen, muss man jetzt nicht unbedingt. Aber Rezi verlinke ich euch unten in der Infobox. Kommen wir zu dem zweiten Buch. Und ja, ich zeige es euch einfach. Und zwar Red Rising, Pierce Brown im Haus der Feinde. Das ist ja der zweite Teil der Trilogie. Deshalb möchte ich euch eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Das Ganze spielt ja auf dem Mars oder auf diesem ganzen Universum. Hier kommen noch ein paar andere Planeten halt, rücken halt hier im Vordergrund noch. Also, dass man hier auch nicht nur auf dem Mars eben ist, sondern auch auf anderen Planeten. Und ja. Wer den ersten Teil gut fand, der muss auf jeden Fall den zweiten Teil auch lesen. Ich fand ihn richtig, richtig, richtig gut. Genauso gut wie den ersten eigentlich. Obwohl ich im ersten Teil Sachen besser fand, die viele eben nicht gut fanden. Also ich habe ganz andere Meinungen irgendwie als andere Menschen da jetzt gehabt, weil im ersten Teil gab es Sachen, die fanden viele halt richtig langweilig oder richtig blöd. Und ich fand sie richtig, richtig gut. Es hat richtig gut reingepasst. Und hier ist es das gleiche Spiel. Ich fand hier viele Dinge richtig gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, aber ich habe halt dieses Talent, dass ich das auch überlesen kann und dann nervt mich das nicht mehr. Aber hier sind halt diese technischen Begriffe oder also Fachwörter und so, die ich halt nicht kenne, weil ich halt einfach auch nicht aus dem Raumschiff komme oder was auch immer. Die haben mich manchmal durcheinander gebracht, bis ich dann gemerkt habe, oh, du kannst es da einfach überlesen und dann einfach den Zusammenhang, logisches Denken und so, ne?
Ja, ich fand dieses Buch richtig gut. Es hat 5 Sterne von mir bekommen. Und ich freue mich auf den dritten Teil und freue mich auf das Finale, wie das ausgeht. Das Ende von diesem zweiten Teil war ein absoluter Zerstörer. Also es hat mich so fertig gemacht, dieses Ende von diesem Buch. Es kam so plötzlich und es hat mich so fertig gemacht. Deswegen möchte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, ich mache diesmal ja nicht bei der Leserunde mit, wegen dieser Leseflaute eben. Die ist ja schon, ich weiß nicht, ich glaube, die ist sogar schon zu Ende, die Leserunde für den dritten Teil. Leider nicht, aber naja, ich werde es schnellstmöglich lesen, wenn ich es mir dann gekauft habe, weil ich habe ihn noch nicht hier. So, das waren meine beiden Bücher, die ich gelesen habe. Dazu muss ich aber noch mal kurz sagen, ich habe auch etliche Bücher angefangen. Ich glaube, ich habe momentan auf meinem Currently Read Stapel, also gestern hatte ich noch 7 Bücher auf meinem Currently Read Stapel, jetzt sind es nur noch 6. Aber ich habe halt die alle irgendwie im Februar angefangen. Warum auch immer. Aber so ist das. Das heißt, im März werden wahrscheinlich wieder ein paar mehr Bücher kommen, die ich gelesen habe. Ich habe auch wieder richtig Lust zu lesen. Die Leseflaute ist überwunden. Und ja, jetzt kommen wir zu meinen Serien. Wie gesagt, ich hatte eine Leseflaute und das habe ich jetzt, glaube ich, schon dreimal mindestens in diesem Video erzählt. Und wir haben dementsprechend ein paar Serien gesuchtet. Und gesuchtet ist das richtige Wort. Wir haben angefangen mit Empire. Wir haben die zweite Staffel von Empire geguckt. Empire ist ja eine Serie, also ich blende euch das hier auf jeden Fall einmal ein. Da geht es ja um eine Familie, die halt im Musikbusiness ist. Also die haben halt ein eigenes Label und eine eigene Firma, die auch mega groß ist. Die heißt halt Empire. Und die drei Söhne sind halt auch in dieser Firma verankert. Also zwei davon, die singen halt und der andere, der ist halt für Finanzen und sowas alles zuständig. Und es ist halt, um es mal umgangssprachlich zu nennen, so eine richtig typische Ghetto-Familie in Amerika. Die kommen aus dem Ghetto und haben sich das aufgebaut. Die Mutter war jahrelang im Gefängnis, so geht das halt los in der ersten Staffel, dass sie halt aus dem Gefängnis rauskommt und dann sieht, was ihr Mann da alles aufgebaut hat, weil die wirklich damals in der Garage angefangen haben. Und ja, das ist alles wirklich Intrigen, Mord und wirklich alles Mögliche und eben super geile Musik. Ich liebe diese Musik von Empire. Wir haben die zweite Staffel jetzt, wie gesagt, weggesuchtet. Auch die war wieder richtig gut. Und wir freuen uns jetzt, wie das weitergeht. Weil da jetzt auch ein ziemlicher Cliffhanger auch am Ende war. Fällt mir gerade so wieder ein, dass der ziemlich fies war. Naja, was haben wir noch geguckt? Wir haben noch auf Empfehlung von Chari, alles allerlei, verlinke ich euch unten in der Infobox, was ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig mache. Aber Chari hat uns empfohlen, Lucifer zu gucken. Und so haben wir die erste Staffel Lucifer geguckt. Komplett. Denn Lucifer ist so genial, einfach einen so coolen Humor. Also der passt so zu uns, dieser Humor, den Lucifer da wirklich an den Tag legt. Es ist ja, Lucifer ist ja der Teufel. Und der Teufel hat sich eine Auszeit von der Hölle genommen und ist auf die Erde gekommen. So. Naja, auf jeden Fall hat mir Lucifer richtig gut gefallen. Und ich glaube, Schatzi fand es auch richtig gut. Und ja, die letzte Serie, die wir gesuchtet haben, und dazu kann ich wirklich dieses Wort gesuchtet benutzen, war The Walking Dead. Wir haben uns sehr, sehr lange dagegen gesträubt, diese Serie zu gucken. Mein Bruder guckt sie ja auch und ich und mein Bruder, wir haben so ziemlich den ähnlichen Seriengeschmack. Und ja, wir haben mit The Walking Dead angefangen, Staffel 1. Die war so schnell weg. Ich glaube, die hat auch gar nicht so viele Folgen gehabt. Dann kam Staffel 2 und Staffel 3. Wir sind mittlerweile in Staffel 4, aber das gehört zum März und nicht mehr zum Februar. Aber wir haben im Februar 3 Staffeln The Walking Dead weggesuchtet. Am Anfang war ich noch so, na, ob ich das die ganze Zeit abkann, weil es ja wirklich sehr, sehr eklig ist zum Teil. Aber ich kann es scheinbar ab, weil sonst könnte ich keine 20 Folgen am Stück gucken, so ungefähr. Ja, aber The Walking Dead kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ihr dürft natürlich keinen empfindlichen Magen haben, weil da wirklich sehr, sehr eklige Szenen auch vorkommen. Aber es ist richtig cool gemacht und ich finde ja auch in Büchern, ich liebe ja diese Endzeit-Stories einfach und das ist ja bei The Walking Dead ähnlich. Beziehungsweise es ist eine Endzeit-Story, es ist ja mit Zombies und hast du nicht gesehen und ich mag das in Büchern und scheinbar auch in Serien. Und da freue ich mich schon, wir wollen nämlich auch noch weitergucken mit Staffel 4 jetzt. Ich glaube, bis Staffel 6 sind alle draußen. Ich glaube, Staffel 7 ist in Arbeit oder gerade im Fernsehen irgendwie am Laufen. Ich weiß das gerade nicht. Aber es sind halt schon ein paar Staffeln draußen und es kommen ja noch ein paar.
Und ich freue mich. Und ich freue mich dann auch, es gibt ja dann noch dieses Spin-off Fear the Walking Dead, heißt das, glaube ich. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch was von den Serien kennt und ob ihr zum Beispiel Fear the Walking Dead auch schon kennt, weil ihr jetzt The Walking Dead zum Beispiel schon bis zum jetzigen Stand geguckt habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche Serien ihr empfehlen könnt. Ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Serien und ich habe so eine Liste und ich gucke immer mal wieder, worauf ich gerade Bock habe. Und dann suchten wir halt wirklich die Staffeln auch weg. Und das geht dann mal eben ein Wochenende oder meinetwegen auch zwei, je nachdem, wie viele Folgen so eine Staffel hat. Aber wir suchten das dann wirklich so weg, dass wir auch mehrere Serien gucken können, wie man merkt, ne? Und schreibt mir mal bitte das in die Kommentare, welche Serien ihr so empfehlen könnt. Ja, das war mein Lese- und Serienmonat. Das könnt ihr auch gerne noch in die Kommentare schreiben. Wollt ihr weiterhin, dass ich auch meine Serien sage, weil ich halt euch erzähle, weil ich halt wirklich jeden Monat eigentlich irgendwie eine Serie geguckt habe und ob ich das mit in den Lesemonat reintun soll oder ob ich das extra machen soll oder. Schreibt mir das alles in die Kommentare und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!